Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und heute habe ich ein richtig cooles, kleines Ideechen für euch, wie ihr vielleicht eure Halloween-Geschenke für die Kitties machen könnt, die vielleicht zu Besuch kommen zu euch und an der Tür klingeln und sagen Süßes oder Saures. Denn ich habe hier, also ich weiß nicht genau, ob man es gut sieht, von oben und von der Seite, einmal mit Frosch, mit Katze, mit Besen und mit einem bunten Geist und ein kleines Schleifchen, eine kleine Box gemacht. Und wenn man die aufmacht, fällt die hier so auseinander. Und dann habt ihr hier einen kleinen Grusel-Lolli. Ich hoffe, ihr seht es gut. Der hat zwei Augen und einen Gruselmund. Und hier hat man so kleine Einschübe, wo ausschauen wie so kleine Grabsteine, finde ich. Jetzt will es gerade nicht raus. Einen kleinen Moment. Jetzt sieht aus wie so kleine Grabsteine. Und da kann man hinten noch eine Botschaft drauf schreiben. Sag mal. Dass ich es nur rauskriege. Okay. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie ich das gebastelt habe. Und ich finde, das ist total süß. Und also eine kleine Explosionsbox auf so einem kleinen Lolli. Und das ist süß und cool. Ich finde es total super. Und gearbeitet habe ich mit dem Set Cauldron Bubble. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Einmal das Stempelset und die passenden Framelits dazu. Die heißen Hexenkessel. Und genau, mit denen arbeiten wir jetzt eben in diesem Projekt. Ich zeige euch mal, was ihr alles braucht. Ich habe hier schon ein Materialpaket. Ihr braucht natürlich einen Lutscher, egal was für einen. Ich habe lange gesucht, bis ich den gefunden habe. ein Stück Leinfaden, ein Stück schwarzes Geschenkband, ein Papier in Granit in dem Maß 12 x 12 cm, ein Papier in Chili in dem Maß 7,2 x 7,2 cm. Einmal ein Stück von dieser Metallic-Folie, diese schwarze Folie, die wir im Sortiment haben. Und dazu die gleiche Größe mit den Klebeaufklebern, diesen Klebeblättern von Stampin' Up. Und einfach noch ein Stück Flüsterweiz. Genau. Und dann legen wir jetzt mal los. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Klebeelement. Und zwar klebe ich mir diese Klebefolie einfach hinten drauf auf mein metallisches Papier. Und dann stanze ich mir mit der Big Shot einmal das Spinnennetz und die Sterne, die auch in diesem Framelit-Set dabei sind, aus. Und ich kurbel mir das jetzt zweimal durch Sicherheitshalber, weil die Folie ist ein bisschen dicker. Also zweimal vor, zweimal zurück, damit sich das dann gut löst. Meine ausgestanzten Teile lege ich mir jetzt erstmal auf die Seite, nehme mir meinen Papierschneider und falze mir meine zwei Papiere. Und zwar haben wir einmal das Papier in Granit. Das falze ich mir einmal, also das ist ja 12 x 12 cm und ich falze es mir einmal bei 4 cm und einmal bei 8 cm. Drehe es mir einmal und nochmal bei 4 cm. Hier anlegen bei 4 cm. Weiterschieben auf 8 cm und nochmal nachfalzen. Immer mit der hellen Klinge falzen. Und mein Deckelchen, der 7,2 x 7,2 cm, den möchte ich ein bisschen weiter runtergehen lassen als bei meiner Probeverpackung. Also hier an der Seite wird er noch ein bisschen weiter runtergehen. Und nicht 1 cm wie hier auf dieser Packung, da ist er 1 cm, sondern 1,5 cm. Und deswegen falze ich mir den außenrum bei 1,5 cm. Einfach an jeder Seite nach. Und dann falze ich mir alle Falzlinien einmal schön nach. Und immer so falzen, dass dieser Hügel nach innen kommt. Die Bergfalz nennt man das Ganze. Und das mache ich eben auch mit dem Granitpapier. So. Okay, zucki. Und jetzt nehme ich mir eine Schere und schneide mir hier die äußere Ecke bis zu meiner Falzlinienüberkreuzung. Ich zeige euch das mal schnell.
Also wir machen jetzt eine ganz normale Explosionsbox. Da kann ich euch auch noch ein anderes Video einblenden. Da habe ich ja schon mehrere gemacht und immer halt zu einem verschiedenen Anlass. Aber das Grundprinzip von so einer Explosionsbox ist immer dasselbe. Aber manchmal, ja, finde ich, hat man halt so nochmal eine neue Idee dafür. Und beim Deckel mache ich es so, dass ich mir immer hier außen auf einer Seite, also in meinem Fall rechts außen, so eine kleine Lasche rausschneide. So. Und dann das hier auch noch so ein bisschen anschräg. So eine richtige Klebelasche. Und das mache ich jetzt eben auch an jeder Seite immer rechts unten. So. Und noch einmal. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt wird gestempelt. Und zwar stempel ich mir jetzt meine Stempelmotive aus dem Stempelset alle hier auf. Und ich achte dabei jetzt nur darauf, dass ich vom Rand her nicht so ganz weit hoch komme hier an der Seite, weil da ist ja dann mein Deckel. Aber das seht ihr jetzt gleich. Ich nehme einmal die Katze, das Gespenst, den kleinen Frosch und den Besen. Diese vier Elemente stempel ich mir jetzt außen rum und versuche, wie gesagt, nicht ganz so weit da nach oben zu kommen. Und das Ganze stempel ich mir auf mit der Stays-on-Tinte oder irgendeiner schwarzen Tinte, die ihr da habt. Und ich lege mir dann noch ein Schmierpapier unten drunter und meine Stempel- und Perforiermatte habe ich beim Stempeln eigentlich auch immer dabei. Ich fange jetzt an mit dem kleinen Gespenst. Und bei dem Besen, den mache ich mir nur halb voll mit Stempelfarbe, weil da brauchen wir ja nur einen ganz kleinen Stempelabdruck. Den lasse ich mir dann da so reinfliegen sozusagen. Was wir dann auch gleich noch stempeln können, ist in Chili stanze ich mir zweimal. Ups. Das Etikett für jede Gelegenheit aus. Das sind nämlich unsere Grabsteine. Und die falte ich mir jetzt in der Mitte zusammen. Und dann schneide ich sie mir noch ein bisschen zu. Und dann kann ich die nämlich auch gleich stempeln, wenn wir gerade beim Stempeln sind. Jetzt ist mir gerade die Kamera ausgegangen, aber ich zeige es euch nochmal. Also ich habe mir das einfach in der Mitte geknickt. Wir müssen es ja eh zweimal machen, das passt jetzt gerade. Und schneide mir dann einfach rechts und links so einen kleinen Streifen ab. Also es sind vielleicht, weiß ich nicht, 3 mm oder so. Ist auch, ja, so halt, dass man hier schon noch so diese Form ein bisschen erkennt oben. Und dann schneide ich es mir in der Mitte noch einmal auseinander, da wo wir es zusammengeknickt haben. Und so haben wir dann gleich unsere 4 Grabsteine und können die auch gleich mit dem Trick or Treat bestempeln. Und als nächstes nehme ich mir einfach meine Stampin' Marker und male mir meine Motive aus. Genau, da lasse ich euch jetzt Musik laufen. Und ich mache jetzt zum Beispiel das Gespenst ganz bunt. Muss ja, ja. Einfach, was mir einfällt, mache ich jetzt da. Jetzt habe ich hier meine kleine Katze angemalt. Die hat auf jeden Fall noch weiße Pfoten. Und unser Gruselgespenst hat rote Augen. Und die Frösche, ja, die bleiben einfach ganz natürlich. Zweifarbig. Und so sieht jetzt unsere kleine Box schon mal aus. Und jetzt klebe ich mir auf der Innenseite meine beiden Ecken immer nach innen. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. Und dazu bringe ich einfach hier unten einen Klebestreifen quasi an und dann hier oben noch einen drüber und so ein bisschen nach oben gehend und dann kommt die zweite Ecke drauf. Und so mache ich das wieder auf allen 4 Seiten. Also erstmal unten eine Fläche, die erste Seite rüberkleben, hier nochmal so eine Ecke
und die zweite Seite drüber kleben. Auch ein bisschen draufhalten, der Flüssigkleber, der braucht ein paar Minuten, bis er angezogen ist. Und aber es geht eigentlich ganz gut. Und versuchen nicht zu viel Kleber aufzubringen, weil sonst passiert euch dasselbe wie mir jetzt gerade. Das ist der Vorführeffekt. Da barzelt es ein bisschen hier raus. Das Gute ist, dass der Kleber, wenn er trocken ist, durchsichtig wird. Und dass es auch noch für Halloween ist. Also es muss natürlich nicht perfekt sein, aber man kann es ja mal erwähnen. Ja. Okay. Und jetzt nehme ich mir einmal das Schiefergrau und mein Fingerschwämmchen und tue mir alles ein bisschen umranden. So, also hier den ganzen Rand. Ihr seht es jetzt gleich, ich lasse euch auch da Musik laufen. Innen auch ein bisschen. Aber vielleicht kleben wir uns vorher einfach noch schnell den Deckel zusammen, weil da machen wir es dann nämlich auch, dass es ein bisschen gruseliger ausschaut sozusagen. Und den Deckel, den klebe ich mir nur so zusammen, dass ich auf die kleinen Klebelaschen ein bisschen Flüssigkleber mache. Ihr könnt natürlich hier auch mit dem Abreißklebeband arbeiten. Und dass ich mir jetzt den Deckel erstmal noch zusammenklebe. Immer das so zu einklappen und dann oben drüber kleben. Bisschen halten und dann mit der nächsten Seite weitermachen. Wieder einklappen, oben drüber kleben, bisschen halten. Und beim letzten genauso, da muss man das so ein bisschen innen rein schieben. So. Das ist nämlich dann schon unser fertiges Deckelchen und das möchte ich dann auch noch mit dem Fingerschwämmchen umranden, dass es auch ein bisschen gruseliger ausschaut. So. Und die Grabsteine kann ich auch ein bisschen umranden. Also wir machen schon alles richtig gruselig. Ihr seht, ich mache das wirklich an jeder Kante und knicke mir das dann einfach immer so nach, dass ich dann überall hinkomme und einfach jede Kante, die ich so finde, einfach auch ein bisschen angegruselt ist sozusagen. Okay, und dann mache ich das auch noch um die Grabsteine. Ich habe das jetzt gar nicht richtig erklärt, gell? Also ich habe das nämlich schon ein paar Mal gezeigt, deswegen ihr nehmt euch einfach das Fingerschwämmchen, steckt euch das auf den Finger und könnt dann so die Farbe aufnehmen und dann könnt ihr euch einfach an jeder Kante außen rum gehen. Entweder ihr macht es so ganz gerade, dann hat man nur so den äußeren Rand. Oder ihr streift so richtig von innen raus über euer Papier und habt dann noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen verschwommenen, schmutzigen Touch. Und das macht sich natürlich gerade an Halloween total gut. Also da können wir ruhig ein bisschen kleckern und klotzen. Okay, und jetzt ist unsere Box schon sehr gut zu erkennen. Wir brauchen jetzt unseren Lolli. Und da habe ich es so gemacht, da habe ich hier von dem Lolli ein bisschen von der unteren Verpackung angehoben. Also so, dass er immer noch verschlossen ist, aber dass ich da ein bisschen was abnehmen konnte. Und das habe ich weggeschnitten, dass ich einfach, ja, dass der Lolli schön innen drinnen ist und nicht zu weit oben rausschaut. So, das hat es jetzt irgendwo hingeschossen. Heute wird wild geschossen. Nur immer darauf achten, dass die Verpackung trotzdem noch zu ist und dass der Lolli noch gut verpackt ist. Und dann messe ich mir einfach die Mitte aus. Also unsere Schachtel hat 4x4 cm. Das heißt, bei 2 cm mache ich mir einen Punkt. Und dann hier auch bei 2 cm. Und hier müssen wir uns jetzt das Loch reinmachen. Hat hier mir den ersten Punkt wieder weg. Der war nicht ganz in der Mitte. So. Und dazu könnt ihr euch entweder jetzt eine Stanze nehmen, eine kleine Handstanze, eine Lochstanze, oder ich habe es jetzt einfach mit so einer Nadel gemacht. Ich piekse mir das jetzt einfach durch
und vergrößere das Loch dann so ein bisschen, indem ich das so auseinander ziehe und drücke. Ja, ein bisschen so, dass halt das Loch dann so groß ist, dass der Lolli da super durchpasst. Also nicht zu groß, aber so passt der Lolli da echt gut drauf. Ich finde, da kann man genau die richtige Stielgröße ausstechen mit so einer Nadel. Und jetzt probieren wir das mal aus. Also die Box passt um den Lolli ganz gut rum. Der Deckel passt auch drauf und sieht jetzt schon total super aus. Perfekt. Jetzt geht es nur noch ein bisschen mehr ans Dekorieren und dann sind wir schon fast fertig mit unserem Lolli. Also, jetzt dekoriere ich mir erstmal den Deckel aus. Und zwar haben wir uns ja da vorher schon unser Spinnennetz ausgestanzt. Da mache ich jetzt hinten die Kleberfolie weg, die wir zuvor aufgeklebt haben. Und Achtung, das klebt wirklich gut. Und ich klebe mir das jetzt einfach hier so oben drüber. Und biege mir das um die Ecken auch noch rum so. Genau. Dann mache ich meine kleinen Grabsteine schon mal rein. Also da könnt ihr dann hinten drauf noch eine coole Nachricht, eine gruselige, aufschreiben. So. Und dann klebe ich mir diese kleinen Sternchen, die wir auch ausgestanzt haben, hier noch überall drauf. Und da muss ich mir jetzt hinten auch diese Klebefolie runter machen. Also das ist jetzt echt gut gegangen. Also bei einem habe ich ein bisschen rumfummeln müssen, aber bei den anderen ist es echt super gut weggegangen. Dann können wir unseren Lolli wieder reinmachen. Und jetzt kommt auch eigentlich schon der Deckel drauf. Und wer möchte, kann es auch schon so lassen. Ich mache mir aber jetzt hier unten noch ein kleines Schleifchen hin mit meinem schwarzen Band. Das habe ich mir einfach nur zur Schleife gelegt. Wie habe ich denn das gemacht? So, zur Schleife gelegt. Genau. Und habe mir das dann einmal mit dem Leinfaden festgebunden. Machen wir gleich einen Doppelknoten rein, damit das auf jeden Fall hält. So. Und das Ganze knote ich mir jetzt noch hier unten an meinen Stiel hin. Ich mache das ja so gern. Auch mit dem Doppelknoten. Ah, Knoten geht super. Dann schiebe ich mir das ganz hoch und dann schneide ich mir das einfach noch ab, diese beiden Leinfaden. So. Und zu aller guter Letzt, wir sind ja eigentlich noch nicht ganz fertig, brauchen wir noch für unseren Lutscher ein gruseliges Outfit. Das heißt, wir brauchen noch zwei Augen. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein Reststück in Flüsterweiß, stanze mir mit der Stanze, die heißt 1/2 Inch Kreisstanze, zwei Augen aus. Und nehme mir dann einfach eine Lochzange oder irgendwas und stanze mir aus meinem schwarzen Restpapier noch einen Mund aus mit der größeren Stanze. So habe ich das gemacht. Da ist jetzt schon der Kleber drauf auf dem schwarzen natürlich. Dann kann ich mir das so auseinanderfutzeln noch. Einmal den Mund und die beiden Augen, die klebe ich mir jeweils mit einem Glue-Dot an und mal mir vorher noch mit einer schwarzen Farbe Punkte drauf, also Pupillen. Was ich mir da auch richtig gut vorstellen könnte, wäre, dass man das so kleine, diese Wackelaugen nimmt. Die wären auch süß. Und das klebe ich mir da jetzt so richtig schön schräg drauf. So, sieht das Ganze dann aus. Und was sagt ihr? Also ich finde, das ist total süß. Also
ich würde mich freuen, wenn ich sowas geschenkt bekommen würde. Ich finde auch die Motive total süß. Mit dem kleinen Gruselgespenst, mit den roten Augen und mit dem Besen, der fliegen kann. Und mit der schwarzen Katze, mit den weißen Pfoten und mit den kleinen Fröschen und dann noch die Schleife unten dran. Also es ist einfach süß, oder? Und wenn man es dann bekommt, mit den kleinen Grabsteinen und dem Gruselgesicht. Also ich finde es total süß und ich hoffe, euch gefällt die Idee auch gut. Wer Lust hat, kann das gerne basteln und verschenken. Und ich bin mir sicher, jeder Beschenkte freut sich darüber und denkt sich, wow, cool. Wie funktioniert das denn? Ja, so. Also ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Happy Halloween. Ich meine, bei uns gibt es das eher weniger, aber das ist, glaube ich, eine ganz nette Idee. Und ja, wenn man es nicht übertreibt, das ist doch ganz süß. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß beim Verschenken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig, richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren und werdet immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke aktiviert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln, beim Verschenken und beim Freuen. Ich find's toll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.